Radtour beginnt heute in Havelberg. Havelberg ist eine kleine Stadt auf einer Insel mitten in der Havel. Sie liegt in der Nähe der Elbe und war demzufolge früher ein wichtiger Handelsort. Heute ist sie Touristenort, wird von Radfahrern und Bootstouristen gleichermaßen geliebt. Früher war Havelberg brandenburgisch. Hier gibt es einen Dom. Die Havelberger Bischöfe hatten Macht weit ins Brandenburger Land hinein. Wir erinnern uns, der edle Ritter von Gans bekam ein Lehen in der Prignitz, um das herum sich später das Städtchen Putlitz entwickelte. Außerdem hat Havelberg einen Bahnhof. Hier fuhr früher die Eisenbahn von Glöwen nach Havelberg. Nach dem Krieg wurde die Strecke abgebaut, als Reparationsleistung in die Sowjetunion geschafft und als Schmalspurbahn wieder auf- und bald auch wieder abgebaut. Kleine Anekdote am Rande. Im Jahr 1716 trafen sich hier in Havelberg der Soldatenkönig sowie der russische Zar Peter I., genannt der Große, wie man hier auch an den Figuren gut erkennen kann, um ihr Bündnis gegen die Schweden zu besiegeln. Nach einer kurzen Überfahrt mit einer Gierseilfähre auf die andere Seite der Elbe bin ich jetzt auf der linken Elbseite angekommen und das ist heute mein Plan. Ich möchte elbabwärts auf dem Elberadweg bis Wittenberge fahren und anschließend von Wittenberge auf der rechten Elbseite sozusagen stromaufwärts wieder zurück nach Havelberg. Durch das historische Elbtor radle ich ins ehemalige Hansestädtchen Werben. Um die mächtige St. Johanneskirche gruppieren sich auf altem Grundriss viele Fachwerkhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert, oft noch unsaniert. Von Werbens Bedeutung als Handelsstadt zeugt die im 18. Jahrhundert zum Lagerraum umfunktionierte Kapelle des Heilig-Geist-Spitals, welche deshalb auch Salzkirche genannt wird. Ich verließ die kleine Stadt weiter in Richtung Wittenberge. Das Schöne am Elberadweg beidseits der Elbe ist, dass er durch diese Auenlandschaft führt. Hier beeindrucken immer wieder diese wassergefüllten Kuhlen und auch die Elbaltarme, an denen man Störche, Reiher und sonst was beobachten kann. Bei mir querte vorhin sogar in 100 Meter Entfernung ein Hirsch den Weg. Aus der Ferne grüßt schon die Eisenbahnbrücke von Wittenberge. Sie ist Bestandteil des Elberadwegs. Mit seiner Lage an der Elbe und der zunehmenden Bedeutung als Eisenbahnknotenpunkt siedelte sich Industrie in Wittenberge an. Ölmühle und Seifenfabrik, Maschinenbau, Nähmaschinenbau und Zellwolle siedelten sich hier an. Ebenso entstand ein Reichsbahnausbesserungswerk. Mit der Wende verlor Wittenberge alles. Zuerst die Industrie, dann die Hälfte seiner Einwohner und zum Schluss seine Bedeutung. Heute ist Wittenberge eine hübsche Elbe-Kleinstadt mit bunten Zentrumsfassaden. Es gibt eine Einkaufsstraße und ein Kulturhaus. Die Elbpromenade ist Teil des Radwegs und wird im Moment noch saniert und hochwassersicher gemacht. In die alten Industriegebäude am Elbufer zog neues Leben ein. Die Gebäude der Ölmühle beinhalten heute Gastronomie, Hotel- und Freizeiteinrichtungen
Und im Sommer bewundern jedes Jahr Hunderte die Aufführung der Elblandfestspiele auf der Freilichtbühne. Wie geplant ging es nun auf der anderen Elbuferseite zurück nach Havelberg. Letztendlich mündet die Havel mit drei Armen in die Elbe. Der erste Arm ist der Gnevsdorfer Vorfluter, eine künstliche Wasserstraße, die also der Wasserstandsregulierung dient. Das zweite ist in Quitzöbel, der natürliche Havelarm. Und die dritte Mündung ist der Kanal von der Havel in Havelberg in die Elbe. In Gnevsdorf ist es ratsam, nicht der Beschilderung des Elberadwegs zu folgen, sondern rechts über das Sperrwerk des Vorfluters weiterzufahren. Hier führt der Radweg über eine Insel, auf der wir rechts die Elbe sehen, links den Gnevsdorfer Vorfluter. Der Weg verbindet sich mit dem anderen Weg dann wieder an der Havelmündung und ist wesentlich schöner. Im Hintergrund sieht man wieder die Gierseilfähre, mit der ich heute Morgen Richtung Werben übergesetzt habe. Nun hat zum Schluss sogar noch leichter Nieselregen eingesetzt. Nicht viel, nicht schlimm, nur noch etwa 2 Kilometer. Dann reicht's aber auch für heute. Und warm war es ja auch. Hatte ich nicht viel gesagt? Das war's. Wieder in Havelberg. Wasser leer, Akku leer. Matze leer. Und der mitgenommene Akku-Ladeklotz war von vornherein leer, vergessen aufzuladen.